Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallo. So, und jetzt erklär mir nochmal, warum stehst du in der stillen Ecke? Ich sehe noch gar nichts, weil ich bin immer noch hier auf dem Startespiel, steht da. Ah, okay. Also, wir haben es ja jetzt geschafft. Wir haben endlich diese Forge Ahead Bücher zusammengesammelt, konnten den Dementmischer platzieren. Wo waren der? Oben, ne? Alzheimer oder was? Ich wollte gerade sagen, wie dunkel ist denn das, aber die Klappe war zu. Tada! So, das heißt, wir müssen als nächstes herstellen Zement. Können wir Zement überhaupt selber herstellen? Zement. In der Schmiede. Stimmt, da habe ich noch Steine reingeschmissen und dann können wir Beton machen. Beton. Beton. Das heißt, wir müssen rein theoretisch. Ja, wir haben auch noch eine Quest offen. Es ist morgens 20 nach 1, Jasmin. Was sagst du? Steine abbauen, ne? Mhm. Okay, dann bauen wir jetzt ein paar Steine ab. Aber dann muss ich mir für die Arbeit unter Tage ein paar Fackeln mitnehmen. Was sagen? Was brauchen wir denn alles für eine Fackel? Oh, sogar nur eine. Lumpen. So, Stofffetzen. Du möchtest also mein Freund sein, ja, mein Freund? So, bitteschön. Wir sind Friends. Oh, da hätte ich eine Idee. Wir könnten eine Sitcom aufmachen, wo wir quasi Freunde sind in einer WG. Wir nennen die Friends. Und wir brauchen irgendwie noch eine, die Phoebe heißt vielleicht. So eine Blonde? Nee. Keine gute Idee? Nee. Wieso nicht? Mm-mm. Ja, na gut, dann machen wir eben keine Sitcom, Jasmin. Oh. Sorry. Ich glaube, da kann wesentlich mehr Holz rein. Warum muss ich wissen? Oh Gott. Oh, Jasmin, ich bin gerade wieder doof. Boah, ist auch nichts. Aber auf ganz hohem Niveau. Bin auf ganz hohem Niveau doof. So, habe ich meine Fackel? Was denn? Ich habe in der Schmiede das Holz in den in das Fach zum Einschmelzen reingelegt. Ah. So, wo ist denn hier Stein? Oh Gott! Oh, oh Gott. Oh, bist du doof? Ich habe mich so erschrocken. was suchst du? Stein? Ja, wo ist denn jetzt der Stein? Ja, komm mit. Ich zeig dir meine Mine. Na, erstmal noch Holz hier. Ja, du müsstest halt wegen dem Fahrstuhl mitkommen, ne? Ja, einen Moment. Habe ich notfalls... Ja, eins hätte ich noch. Eine Reparatur haben wir noch. Was für ein Fahrstuhl überhaupt? Ja, ich habe meine Mine ganz gut versteckt. Ich wette, du findest nicht heraus, wo. Nee, bestimmt nicht da, wo die Holzblöcke sind. Nee, ja, hätte man meinen können, aber stell dich mal hier hin. Hier ist da irgendwo ein Zombie. Ja. Oder der Ding. Ist so. Okay, und? Wir stecken fest, du bist. Okay, springen wir jetzt auf mich drauf. Können wir nicht ganz normal Stein sammeln? Ich bin dabei. Springen wir auf ganz mich drauf. Ganz normal. Muss ich da jetzt rein? Ich möchte da eigentlich nicht rein. Ich fang dich auf. Nee, eigentlich möchte ich da nicht rein. Komm schon. Nein, ich krieg da Platzangst. Ach, komm schon. Ja, ist so. Ich hab dann irgendwo... Nee, ich kann das nicht. Na gut. Dann gehe ich dem Fahrstuhl mal alleine runter. So. Wo ist sie hin?
Okay, meine Fackel ist in der Wand. In? Ja. Sie ist nicht mehr sichtbar, aber ich habe Licht. Weißt du was? Oh, da ist sie. Die war hinterm Stein im Stein. Im Prinzip ein Fossil. Damit habe ich einen Artefakt gefunden. Paläontologe. Paläontologie. Sag du das mal. Paläontologie? Paläontologie. Das ist irgendwie voll der Zungenbrecher. Weißt du, was ich beim Beton in 7 Days geil finde? Hm. Ich trage keine Handschuhe, aber meine Hände gehen nicht kaputt. Hm. Wenn ich im wahren Leben mit Beton arbeite, gehen meine Hände kaputt. Hm. Was eigentlich gar nicht sein dürfte, ne? Normal könnte das gar nicht passieren, trotz ohne Handschuhe. Warum? Weil ich ein Mann ohne Handschuhe bin, der sich aber als Mann mit Schutzhandschuhen fühlt. Oh Gott, ey. Ich finde, der Beton heutzutage ist absolut nicht tolerant. Weißt du eigentlich gar nicht, welches Jahr wir haben? Ich hätte nicht fragen dürfen. Das ist doof von mir gewesen. I have a dream. Ich auch. I dream from Beton, der meine Rechte akzeptiert. Der meine Laws accepted. Und meine Finger sind echt mega kaputt von dem Beton. Muss ich dazu sagen. Oh. Aber ich finde, wenn du Handschuhe anhast, hast du halt kein Feingefühl, ne? Weil Chirurg hätte ich nicht werden können. Außer mit ohne Handschuhe. So. Du hast hier immer wieder Grafikfehler drin. Muss mal ein Reh geschossen. Jasmin, bitte. Das sind auch Lebewesen wie du und ich. Die haben Rechte. Hm. Der hat keine Rechte mehr. Der hat das Recht, gegessen zu werden. Das ist ein komisches Geräusch gewesen, ey. Ich hab geredet. Nee. Ja, auch, aber... War noch ein anderes Geräusch. Geil, Geräusche. So, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich mir A, nicht den Ausgang verbaue, dass ich den Weg zurückfinde und B, dass hier natürlich nichts einstürzt, ne? Das wäre natürlich blöd. Ja, ich versuche mal so ein bisschen zentral mich auszubreiten. Ich expandiere mal in die und mal in die Richtung. Komische Musik hier immer. Und, wie viel Stein hast du schon gesammelt? Ich habe 262. Oh, nicht schlecht. Du bist ja schon eine Weile unterwegs, ne? Oh. Ich habe nur 3800. Im Level 43. Ja, gut, weil du viel gebaut und aufgewertet hast, ne? Da hast du ordentlich Points gesammelt. Gesundheit. Nee. Bin eben nicht, der wäre doch krank. Ist mir nur egal. Oh, ich habe noch so viel Lehm in der Tasche. Ja, wie viel Stein nehme ich erstmal mit? Also ich brauche Beton. Beton, ich brauche Zement und rein theoretisch, ich brauche ja auch noch Pflasterstein. Kennst du aus dem Stegreif den Wechselkurs von Stein und Pflasterstein? Hä?
Und wie viele Steine brauche ich für einen Pflasterstein? Ist 1 zu 1, ne? Weiß ich denn. Auf jeden Fall geht es immer nur bis 12, dass du ein Dings voll hast dann. Hä? Wieso steht bei mir oben rechts Kiefernwald Fackel? Was ist denn das jetzt? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ja, ich nehme erstmal 6000 mit und dann komme ich mal wieder hoch. Ans Tageslicht in der Dunkelheit. Ich arbeite unter Nacht. Ich arbeite ja nicht unter Tage, ist ja dunkel draußen, ne? Wo ist mein Loch? Da. Oh, das passt nicht. Da ist mein Loch. Wieso passt das nicht? Och, Mö. Och, Schmarrn. Schmarrn? Schmarrn. Hä? Wieso sagt er, das geht nicht? Was nicht geht dann? Doch, es geht. Ja. Oh, mir fehlt Ausdauer, Jasmin. Aber ich müsste auch mal wieder Nahrung konsumieren. Ich glaube, ich pfeife mir jetzt erstmal so einen richtig geilen Chili-Hotdog rein. Haben wir hier Fragen? Was? Hast du mich gesehen hinterm Zaun? Ich hab dich gerochen. Wollt mich ranschleichen. Ey, geh weg, das sind meine Steine. Du hast doch genug Steine gesammelt. Ich hab nur 6000. Ja, mehr als ich. Wie viel hast du? 400. Frag. 600? Hier. 400. Ja, das ist nicht so viel, ne? War in der Werkbank eigentlich noch Pflastersteine in der Mache? Weißt du jetzt nicht, ne? Du hast dein Spell da reingekloppt. Hast du irgendwie Alzheimer oder so? Nee, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich da schon alles rausgenommen hatte. Ja, und woher soll ich das dann wissen? Woher nicht, ist die Frage. Woher nicht? So, dann würde ich den nochmal da raufschmeißen. Dann gehen wir schon mal am Zement bei. Scheiße. Ist jetzt nicht so viel, ne? Oh, das ist aber teuer, ey. Ich hoffe, ich komme damit eine Weile. Pflasterstein habe ich, Zement mache ich, Bruchsand, den mache ich oben am Mischer, ne? So, wir wollen Beton. Und für Beton, Mischung, brauche ich Steine, Zement und Sand. Oh, das ist aber echt nicht viel.
Zement. Geht doch. Er hört sich ja an wie so ein Motor. Ist jetzt zum Trecker gestartet oder so. Sporttrecker. So. Als nächstes, ich wollte einmal das oben rechts weg haben. So, Lehm, hast du das und ein Stoffbetzen. Da leuchtet dir das Haus, ey. So. Jetzt soll ich noch mal eine Achso, ich habe hier eine Quest gesetzt, deswegen. Ja, so geht's auch. Nicht. Wunderbar, das Leben am Tage. So. Jetzt können wir aufwerten. Herrlich. Was war das denn? Ich mach aus Holz Pflasterstein. Ach, er hier. Nee, ich meine nicht. Ich bin jetzt auch Level 43. Oh, dann könnte man ja deine vergrabenen Vorräte machen, ne? Jetzt, wo es hell wird. Alter, geht der ab hier, ey. Der Kreischer. Bist du noch an dieser Mauer? Nö, ich bin schon weg, wieder. Bist du am gelben Haus? Ja, moin! Osten schlafen. Ich bin hin. Nicht wieder hinlegen. Oh, der ist um die Uhrzeit ist ja immer ganz griesgrämig, Jasmin, du. Da muss ja aufpassen. Aber noch viel schlimmer. Man soll am Drachen nicht im Schlaf wecken, du. Das ist gefährlich. Da wussten die alten Ritter schon. Ja. Ja, ja. Kam gleich erstmal so ein Post, weißt du, bei Twitter. Hashtag Drachen geweckt. Hashtag letzten Worte. Der Ritter bei Twitter. Ja, der Norman? Norman? Nee. Nee. Nee, nee. Der Blechmann war das. Aha. Da gab's doch diesen berühmten Ritter, Sir Isaac Newton, ne? Schon mal gehört? Mhm. Er hat die Schwerkraft erfunden. Okay. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Es gibt doch nichts Schöneres als monotone Arbeit. Monotone Arbeit am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mhm. Vielleicht können wir ja noch den Nagelschussapparat finden. Vielleicht. Wäre natürlich auch geil, ne? Vielleicht aber auch nicht.
Bildsporen. Nice. So, wo hat's denn gehapert jetzt hier am Sand, ne? Ne, hier hatten wir 1500 gemacht. Denn gehapert es hat. Achso, ja, ja, am Zement, da brauchen wir auch 1500. Da, da, da. Ja. Das dauert eine Weile. Aha. So, dann komme ich dich mal abholen, wa? Mal schauen, wo du dich rumtreibst hier. Du bist hinterm gelben Haus. Mein Gott, hast du dich jetzt beruhigt, Ole? Uschbert. Uschbert. Oh mein Gott, wie viel kann die denn ab, ey? Die sieht aus schon wie ein Igel. Uschbert von Memphis. Jetzt ist er aber sauer, glaube ich. Hier. Ach, die da oben? Ja, nicht die da oben. Die war oben, ja. Oder der da. Brutal, Bruder. Er hat nichts mehr zu lachen. Ja, du wolltest ja wahrscheinlich hier den Hauptloot da oben haben, ne? Ja. Ja. Mach mal. Ja. Auch darauf habe ich gewartet, dankeschön. Hab schon die ganze Zeit hochgehopst und gegeiert. Armut Axt. Sieh dir die neuesten Rüstungsdesign für den modernen Krieger an. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Rüstung. Geil. Meins. Weil ich ja auch so viel Rüstung baue, ne? Aber du ja auch nicht, also von daher. Oh. Oh, Jasmin. Gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Oh, was ist denn das für ein Heft? Forger Head. Oh, das brauche ich. Yeah. Jetzt brauche ich nur noch 18, dann können wir schon die Chemiestation machen. Und dann noch einmal... Bist du denn jetzt? Wenn ich insgesamt nochmal 75 habe, haben wir auch einen Schmelztiegel. Außer wir finden den vorher. Ich würde gerne mal irgendwo hin, wo wir noch nicht so waren. Ich glaube, in dem gelben waren wir auch noch nicht, oder? Doch. Da bist du schon 100 Mal drin gewesen. Wollen wir deine Schätze holen? So, hier, warte mal. Ich muss mal erstmal gucken, was hier weg kann. Das kann weg. Das kann weg. Oh, ich habe die Mücken gestochen, Alter. Wollen wir die Jetons mitnehmen? Was ist denn das für eine dumme Frage? Ja, hast recht. Wir lassen die zu Hause. Nehmen wir nie mit. So ein Quatsch. Ja, ich hol die denn mal, ne? Ja, mach mal. Ich guck, ob ich hier noch irgendwas Spannendes finde. Soll ich uns noch Wegproviant einpacken oder hast du alles? Ich habe 6-mal Essen so gesehen. Deswegen habe ich genug. Können wir ein Picknick machen, wa? Aber eigentlich bringe ich meins jetzt auch einmal weg. Weil ich habe einen Motor und das alles. Oh, geil. Roten. Ja, muss mal die Trecker abbauen.
Boah, hier ist voll das Loch. Wo kommt das denn her, ey? Stachelfallen, überall Stachelfallen. Die müssen wir noch reparieren. Reparaturkits brauchen wir noch. So, Fleisch, Fett. Eier. Können wir die beiden mitnehmen? Ja, warte. Oh, jetzt habe ich mein ganzes Holz einsortiert. Ist ja ein richtiger Held. Das wird Jasmin mir bestimmt wieder wegnehmen. Wieso wieder? Ich habe mein eigenes Holz. Naja. Das sehe ich halt nie wieder. Das ist irgendwie doof. Achso, Reparaturkit wollte ich herstellen. Was braucht man dafür? Reparaturkit. Geschmiedetes Eisen und Klebeband. Vier Klebeband habe ich, aber nur ein geschmiedetes Eisen. Das hat er soweit fertig. Geschmiedetes Eisen. Eins, zwei. Oh nee, eine Schreierin. Wenn wir hier unten sind, sieht sie uns nicht. Sicher? Ja. Die will doch immer hier rein. Simment. Aber hört sie uns nicht dann? Nö, nö, nö. Wir arbeiten ja leise, ne? Genau, Patrick. Sie hört uns nicht. Er labert auch scheiße, ey. Du hast eindeutig zu laut gearbeitet, Jasmin. Nee. Geh dich mal drum kümmern, bitte. Die ist doch schon tot. Ja? Ja, ja. Inne Spikes. Und die hat nicht geschrien, dass Leute kommen. Konntest du dich also wieder mal auf mich verlassen? Ach, herrlich. Von wegen, ey. Dieses Gefühl der Genugtuung. Wieso haben wir eigentlich Öl und Benzin wieder woanders? Hä? Öl und Benzin ist hier ganz oben rechts. Ja, warum ist das nicht beim Motor und so mit drinne? Der Motor ist Kiste. Braucht man doch eh alles dann zusammen. Nee, ich wollte ja noch mehr Kisten machen und das noch anders, also noch weiter sortieren denn. Hä, wo ist denn das? Oh, das mit dem Öl geht mir jetzt gerade aber auf den Sack. In der Kiste, wo ich drin bin. Ja. Schön. Alles voll komisch hier. Wo ist er? Also? Vor allen Dingen, hier sind auch Scheinwerfer drinne, Batterien, Motor. Ja, die waren da aber zuerst drinne. Was alles hier drinne ist. Ja, ich habe die Kisten nicht gemacht. Ach ja, das kenne ich schon. Hier sind... Hä, ist so. Und hier sind deine komischen Scheinwerfer drinne. Und Motor. Wenn ich mal... Ich baue mir bald selber Kisten. Kannst du in deinem Durcheinander da mal sehen, du. Jo. Einmal Klebeband für den Keller. Eine Mod. Haben wir für die Helme eine Billo-Mod? Hast du hier alles vom Händler mit? Ja.
Das habe ich ausgepackt, das habe ich eingepackt. So. Dann wollen wir doch mal deine Sachen holen, wa? Ich habe absolut keine Ausdauer, ne? Die ist so schnell runter bei mir. So. Spiel kennt dich halt. Meinst du? Dünn. Ja, irgendwie. Ja, aber wir haben noch 800 Meter vor uns. Nein. Hier, säubere Gebiet. Oh, warte. Ich habe deine. Ist deine, ne? Ja, ich habe deine Quest nämlich gerade im Aktivitäten. Und das hier ist deine. So. Gut, dann machen wir die zuerst, ne? Bist du schon reingekommen da? Hey, ich stehe vor dem Fragezeichen. Wo ist denn hier ein Eingang? Aufrufe mal. Okay. Da kommt schon einer. Oh, die Dicke, ey. Die braucht immer Ewigkeiten, bis ich die platt hab. Okay, Achtung, ich mach Krach. Die hat mir voll eine geschallert. Und er ist voll in ihren Slip gefallen. Ihh, der kleine Perverse. So ein Hämpfling. So ein Schmutzfink, so ein Perverser, so ein... Der Hämpfling. Das ist praktisch mit der Quest. Wir haben hier noch Geldscheine und Jetons. Ja, du bist Erster, ne? So. So, Kühlschrank unberührt. Hier ist oben im Schrank ist was für dich. Weiß gar nicht, dieses Maismehl, dieses Billo-Zeug, ob ich das eigentlich mitnehmen soll. Zwei Kleber. Ich kann jetzt einiges. Ach ja, das ist hier. Mikrowelle hat er nicht. Kaffeemaschine hast du auch nicht? Warum? Nee. Oh, hat das einen Grund? Ja. Weil? Bin daran nicht interessiert zurzeit. Kaffee und eine Dose? Ja. Ich hab da gar nicht erst reingeguckt. Da war eine Dose drin zum Essen. Die kriegst du denn mal nicht. Das war knapp. Oh. Ich habe gar keine Munition mitgenommen. Ah, ja. Wenn Jasmin nicht meine Tasche packt. Ne? So. Hier haben wir noch ein Loch in der Wand. Alter, ich will nicht wissen, wie viel du, wenn du mal gelootet hast, liegen gelassen hast. Es kommt immer drauf an, worauf ich aus bin. Naja, Blei braucht man immer. Oh. Geh mal weg, ich brauche Ausdauer. Ich muss mal kurz. Vorsicht, unten! Meine Güte, ey. Puh. Damit haben wir aber die Quest erledigt. So, hier wollte ich hin. Munition? So, den Koffer. So.
Autokiste. Tool-Digits, bisschen Benzin. Papier und ein Schweizer Verband. Ja, ich glaube, hier war sonst nichts. Das Ding hat weder Keller noch Obergeschoss. So, irgendwas übersehen? Nö, ne? Hier ist kein Safe in der Wohnung. Aha. Oh, Zement. Geil. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass hier kein Safe ist. Ist nochmal Müll. Ach, eigentlich, meine Taschen sind voll genug. So, bist du jetzt schon weiter Richtung deine Quest? Nein, ich bin draußen. Wir müssen die auch erst beim Händler abgeben, kann das sein? Aber ist sowieso auf dem Weg, glaube ich. So. Ah, eine gemütliche Radtour. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht drinne. Kann sein nicht. Ich weiß es nicht. Ging auf einem, auf jeden Fall eine Leiter nach oben. Mhm. Die blaue meinst du, ne? Mhm. Bin mir nicht sicher, ob ich da schon war, aber meine Taschen sind doch recht voll. Weil hier ist Loot drin, glaube ich. Ja, na gut, du hast mich überredet. Ich muss hier mal ein bisschen studieren. Das ist. Kleiner Moment. In der Mülltonne. Ja. Ah, Büchlein. Ah, du musst da jetzt nicht reingehen, ne? Also hier in den Mülltonnen musst du mal und so gucken. Da ist richtig was drin, ey. Ja, ich will nur mal so einen kleinen Schritt, um... Ich will mich mal orientieren, ob ich hier schon drinne war. Hier ist zu... Weißt du doch nicht mehr. Hey, Jasmin, bitte. Ich hab ein Gedächtnis wie ein Elefant, ja? Wie so ein Sieb, ja. Mit Alzheimer. Ah, hier ist aber alles... Nee, aber hier war ich noch nicht. Aber hier ist gar nichts los. Nee. Und hier ist auch nichts zum Holen irgendwie. Auf der anderen Seite der Türen. Noch. Ja, erstmal zum Händler, wa? Ich gucke hier zwischendurch in den Mülltonnen und so. Da habe ich auch Motor und so gefunden eben. Oh, noch ein Buch? Tagebuch des Jägers. Ich weiß nicht, ob es dir beliebt, aber... Oh, yes! Ist aber nur in Stufe 1, ne? Ist ja egal. Keiner ja schon pimpen. Zeig mal, wie siehst du denn aus damit? Nee, ich muss ihn erstmal aufpimpen.
So ein Basic-Baseball-Schläger gehe ich nicht mit raus, du. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Da könnte ich ja mit gesehen werden, ne? Echt, das ist peinlich. Der muss ja erstmal tiefer gelegt werden. Und LED-Beleuchtung braucht der. Boah, ich bin 9 überladen. Wir haben sogar die Stachel-Mod, glaube ich, extra für den Basie. Mit diese durchgeschlagenen Nägel, weißt du? Ich weiß. Wenn mich nicht alles täuscht, dann liegt die bei uns in den Kisten rum. Nochmal Pilzsporn und Öl. So. Ich bin 9 überladen. 10. Nee, 9. 10. Nee, 9. 10. Nein. Doch, ich bin ernsthaft 10 überladen. Geh wieder. Gewitter und Regen, Jasmin, Regen. Es regnet, ja. Es regnet, die Erde wird nass. Jasmin und ich gehen die Mission machen und haben Spaß. Thüringer Klöße, die mag ich gern. Wow. Geil. Ach, ich habe kaum geübt, meine Stimme ist gar nicht geölt. Oder? Ich habe jetzt eine Steinaxt 6. Okay, ich habe eine Metallaxt 6, also. Und? Die Steinaxt ist trotzdem schlechter als die Eisen. Und? Ich sag dir das nur. Egal. Ja. Ich meine ja nur. Du bist auch schlecht, und? Ja. Aber ich bin besser, als ich noch gestern war. Oh, überall die Türen auf, ey. Was aber auch nicht schwer ist, also... Ich habe eine Menge Spielraum, um mich hochzuarbeiten. Oh, oh, oh. Kann ich dir mal was geben? Nee. Nee? Was denn? Nimm mal. Was? Hast du es abgelegt schon? Ja. Ach cool, ich sehe es nicht. Ach da, der Basie. Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Bist du voll? Mal wieder. Nee, ich habe gerade weggepackt. Musst du noch mehr ablegen? Jo. Yeah, jetzt ist mein Inventar voll, ich kann es nicht nehmen. Was willst du nehmen? Was du abgelegt hast. Nee, das andere brauchst du nicht nehmen. Hab ich aber. Gut. Weil ich aufmerksam bin. Ich habe nämlich eine Basie Stufe 2, du Jaffel. Dann kann ich die andere zerschrotten, ja? Oder verkaufen. Hat den Verkaufswert? $8 immerhin. Ah. 28, weil ich sie repariert habe. Ich habe auch noch was für deine Basie. Ah, oh, das ist doch hier mega doof. Ah, ja, ja. Was? Gefängnisausbruch. Erfolg beim Schlösserknacken 100%. Felszertrümmerer. Ah, ich komme da gleich drauf zurück. Was haben wir denn noch hier? Heimtückisches Kätzchen. So, ja, ja. Aufgaben. Ich habe ja meine noch nicht mal auf... Also... So, mein Gutster.
shake your hand. Ich mag der irgendwie nicht, kann das sein? Nee, irgendwie nicht. Ich würde auch gern erstmal ein bisschen was verkaufen. So, das kriegst du einmal von mir, den Basie. Da mache ich jetzt keine Mod rein. Die Helme. Geld, ich verkaufe dir Geld für Jetons. Gut. A sale is a sale. I guess I'm gonna have to pay now that you did it. Wäre eine Stufe 3 doppelläufige Schrotflinte. Aber das wäre halt auch praktisch, ne? Und das wäre auch gut, aber. Machen wir so. Warte. Listen up, jackass. What are you standing there for? Cool. Jetzt brauche ich noch einmal hier aus dem Automaten Herausforderung begonnen. Wieso kann ich jetzt mit dem Automaten nicht interagieren? Och, Jasmin ist im Automaten. Das kann ich nicht sagen. Was für ein Zufall, ey. Was für ein Zufall. Kann ich denn hier noch so nehmen? Was ist denn ein Gefängnissprayer? Ich hätte meine Sachen zerschrotten sollen und schon mal kaufen. Warum? Nur so. Ah, du hast dich bewegt. Hä, wo ist denn jetzt die Dose? Da. Was hast du dir gekauft? Hühnersuppe. Oh, ich bin voll. Was ist denn das für ein... Jasmin, bitte. Stofffetzen? Ehrlich jetzt? Stofffetzen? So, während Jasmin hier noch über Stunden philosophiert, was sie sich zu trinken kaufen will, würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Wir sehen uns aber definitiv morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Wir würden uns freuen. Lasst gern ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.